fühle mich voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, singt mir so groß ist der Herr. Preise mir so groß, so groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott. Bleibt er derselbe Gott, als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und das Lamm, als Löwe und das Lamm. Geschaffen hat. Er hat alles mit ihrer Intelligenz, er hat alles gemacht. Er hat keine Helfer gebraucht. Er hat ein Wort gesagt und es ist geschehen. Halleluja, Herr, wir danken dir. Herr, wir danken dir. Danke. Danke für deine Gnade. Danke, dass du uns als Kinder berufen hast. Danke, Herr, dass ein so großer Gott das alles selbst geschaffen hat.
geschaffen hat, hat uns auserwählt, hat er uns auserwählt zum Lieben. Und wir danken dir, Herr. Wir lassen jetzt den ganzen Abend in deiner Macht, Herr. Sei du, Herr. Das, sag das, was du möchtest, Herr. Und vorbereite die Herzen von den richtigen Menschen, dass heute das hören, die, was man wirklich brauchen, Herr. Und ich bete jetzt, dass du gib mir auch in dem Deutsch jetzt die richtigen Worte, Herr, in deinem mächtigen Namen, Jesus. Und lass dein Name groß werden heute, Jesus. Lass dein Name groß werden, Herr. Für deine Herrlichkeit in jedes Herz von uns zu gehen, Herr. Und in unsere Gedanken, Herr, ihren Platz zu nehmen. Dein Gedanken, lass es unsere Gedanken zu sein. In Jesus Namen. Amen. Amen. Ich grüße euch alle. Ja, heute in Wahrheit zu sagen, ich bin immer die, was man ersetzt, was die Leute nicht schaffen, zum live zu sein, dann ich springe immer auf. So, dafür habt ihr diese Überraschung, dass man immer ab und zu bin ich dabei. Dann für den, was mir nicht kennen, ich sage immer, wer ich bin. Ich bin die Alketa Auer, ich bin 47 Jahre alt. Ich komme aus Albanien, ich lebe hier seit 22 und halb Jahr. Und ich bin Christin geworden vor 25 Jahren, jetzt ist 27 Jahre, von einer Gruppe aus jungen Leuten aus Deutschland, dass die in mein Land gekommen sind. Ich weiß, dass Gott hat die geschickt. Ich weiß das, weil jetzt weiß ich. Damals wusste ich nicht, ich war nur ein Mensch, ein Kind, ich war die vierte in meiner Familie, dann in Mitte sozusagen, weil wir waren sieben Geschwister und ich war die vierte. Und ich habe so viel am Liebe gesucht. Ich war ständig krank, immer gab etwas, dass ich krank war. Und alles das, ich überlege jetzt, was war genau, aber ich weiß, mir hat die Liebe gefällt. Shalom, Anna, ich grüße dich. Mirel, guten Abend. Ich bin gleichzeitig in Facebook und gleichzeitig auch in Instagram. Und ich grüße erstmal Mirel, ich grüße die Born. Ja, ich grüße Anna. Und Anna sehe ich nur, ich weiß nicht, wer folgt mir noch, aber ich sehe nur die Anna da. Ich grüße dann Anna. Ja, und jetzt weiß ich, mir hat die Liebe gefällt. Wir waren sieben Kinder, meine Eltern haben immer gedacht, ich gebe dir ja Essen, ja. Ich gebe dir Essen und das ist das Liebe eben. Aber mir hat das nicht gereicht. Ich habe immer Liebe gebraucht. Ich habe gebraucht jemanden, das mich in den Arm nimmt. Jemand, das mich sagt, es lohnt, dass ich lebe, weil wir lieben dich. Aber diese Worte Liebe gab bei uns nicht. Das gab nicht. Alles musste funktionieren. Alle musste so gehen. Regel. Und wenn du raus von dem Regel bist, dann kriegst du Schlägerei, wie viel du willst. Ich habe viel Zeichen im Gesicht, ich habe hier ein Zeichen und überall durch die Schlägerei, weil das war ganz normal. Für die Verhältnis, die Armut war im Maximum und keine fragte, ob das Kind Gefühle hat, ob das Kind vielleicht Liebe braucht. Niemand fragte das, niemand. Und ab und zu, wenn ich Fieber hatte, dann habe ich gesehen, wie meine Mutter kam und guckte mich. Und das hat mir gut gefallen. Und darum war ich ständig krank. Weil mein Körper hat verstanden, wenn ich krank bin, ich kriege Aufmerksamkeit. Ja. Und das war mein Leben. So bin ich. Hallo Sabine, hallo, freue ich mich, dass ich dich wieder sehe, Sabine. Gott sei Dank geht dir gut, darum sehen wir wieder. Ja. Und das war mein Leben. Ich war süchtig, jemanden zu finden, das mich liebt. Und habe ich so viel gesucht, aber keiner liebte mich. Keiner hat mir eine Gefühle gezeigt. Und so
wurde ich groß und dann ging ich in Uni. Ich habe ja Agrarwissenschaft studiert und dann im Sommerurlaub ging ich in Dorf und mein Herz, ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Es soll doch jemand geben, das mich liebt. Es soll doch, ich bin auch ein Jahr in Schule gewesen und alle meine Freundinnen hatten einen Freund, alle sind, haben einen Freund, waren glücklich und mir niemand wollte. Niemand. Ich hatte den Stern geschrieben gehabt, dass man, dass sie ist die Ungeliebte. Und tatsächlich, ich kann euch sagen, was wir fühlen, wir strahlen das. Was wir fühlen, wir strahlen das. Und wenn ich ungeliebt fühlte, nie geliebt fühlte, dass ich umsonst die Atmung nahm und dass ich umsonst das Essen machte, ich sah mich wie eine Konsumierer, dass man nur essen und dann darfst du nicht mehr Gefühle zeigen, du darfst nicht zeigen, dass du traurig bist, du darfst nicht zeigen, dass du glücklich bist, du darfst gar nicht zeigen. Du musst einfach funktionieren, das habe ich gelernt in meiner Familie. Ja, und alle Freundinnen hatten einen Freund, ich nicht. Ich war die Einzige im ganzen Schuljahr von 150 Studenten, dass man keinen Freund hatte. Und dann, ich war überzeugt, so wie mir niemand liebt, wenn ich das strahlte, wirklich das, was wir fühlen, das, was wir kultivieren in uns, das strahlen wir auch. Und das strahlte ich. Und so bin ich im Sommer dann, und ich weiß, es war eine Straße mit Bus. Wir fuhren so 2,5 Stunden Bus und dann musste ich 2,5 Stunden noch laufen. Das Bus könnte ich nehmen, nur wenn ich Glück hatte, sozusagen. Weil sonst, wenn ich zu Fuß ging bis in mein Dorf, waren 6 Stunden zu Fuß. So weit war mein Dorf. Und so, ich ging in diesen Bus, ich war glücklich, dass ich den Bus geschafft habe. Und dann habe ich nur die Augen zugemacht und habe ich gesagt, wie ist möglich, dass man gibt niemand, das mich liebt. So tiefgründend, erstmal, dass ich so in meinen Kopf gegeben habe und sage ich, gibt niemand. Und der Bus war so voll, dass ich nicht wollte, dass jemand guckt mich oder ich gucke die. Und dafür, ich drehe den Kopf in der Seite, wo die Fenster war und ich guckte den Himmel. Und dann habe ich gedacht, wenn dies wirklich gibt, aber bestimmt, habe ich gedacht, den gibt. Weil, wie ist alles geschaffen? Es gibt bestimmt was dahinter. Und irgendwie habe ich gesagt, so ohne Stimme in meinen Gedanken, habe ich einfach gesagt, wenn es gibt, dann vielleicht gibt es einen Grund, dass du, warum ich in diese Erde gekommen bin. Es soll doch was geben. Und wann ich im Dorf bin gelandet, gelaufen, sagt man, gelaufen, 2,5 Stunden. Und dann bin ich im Dorf und dann plötzlich die Atmosphäre im Dorf war ganz freundlich, ganz friedlich. Und ich habe gesagt, was ist passiert? Ach, weißt du denn nicht? Ich habe gesagt, wie kann ich denn wissen? Ich bin heute gekommen. Ah, weißt du, wie schöne Sachen sind bei uns geschehen? Eine Gruppe mit jungen Leuten aus Deutschland sind in unser Dorf gekommen. Wisst ihr, wie viele Dörfer waren bei uns? Dass die näher mit Stadt waren? Wisst ihr, wie viele Dörfer waren? Aber diese Leute haben entschieden für mein Dorf. Haben entschieden für mein Dorf. Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, dass Gott mich geliebt hat. Und er hat geschickt diese Leute extra für mich in diese Dorf. Wisst ihr was? Die armen Leute und die, was man am meisten Schmerzen haben, ziehen eine Jacke aus Stolz. Der Teufel überzeugt die Menschen, dass du darfst nie zeigen, dass du arm bist.
Du darfst nie zeigen, dass du verletzt bist. Und du ziehst drüben dich Stolz und Rebellion. Das hatte ich. Ich habe angezogen in Schule und überall, wo ich ging, eine dicke Jacke aus Stolz und darunter eine eiserne Jacke aus Rebellion. Und so, ob ich in mir habe so viel gefreut, dass diese Deutsche da war. Es war Kommunismus, Leute, jetzt ist ganz normal zum Reden. Aber wisst ihr das, 30 Jahre, 35, 37 Jahre früher, was bedeutet das? Für uns, es war der Welt offen. Wir waren Kommunismus, wir haben keine Ahnung, was man überall, wir haben gelernt, wir sind die Beste in der ganzen Welt, dass wir niemanden brauchen, dass wir sterben für die Partei und wir sterben für die unsere Führer. Das war unsere Welt. Und dann plötzlich stehen eine Gruppe mit jungen Leuten aus Deutschland. Wer könnte das denken? Und die gingen nicht in Stadt, die gingen nicht in, irgendwo in eine Stadt, aber die entscheiden für ein höheres Dorf, was es gibt in der ganzen Welt. Und das war mein Dorf. Das war mein Dorf. Aber ich ging nicht zu. Ich läufte nicht zu ihnen. Die waren so nett, überall, die waren immer in Gruppe. Und dann mein Onkel, Gott ist so gut er ist, wirklich. Mein Onkel hatte die Haus neben die Haus, wo die diese Gruppe zum Schlafen bekommen haben. Und ich sah, wie die in Hand fassten und beteten. Ich wusste das nicht, dass das ein Gebet ist. Aber ich sah, dass die alle eine Runde machten, standen zu Fuß und bevor man essen gingen, die beteten einfach. Und wir haben gefragt, hey, was machen die so? Warum fangen die dich in Hände? Aber die wollten uns zeigen, wir beten. Darum fasteten die auch in Hände. Einfach auch zum Zeigen, wir beten. Und so, ich sitzte gegenüber bei dem Haus von meinem Onkel und beobachtete die. Und hallo Süber. Und dann beobachtete ich die, was die machen. Darum heute weiß ich auch, das, was wir machen, ist die Spiegel von unseren Kindern, ist das Spiegel von der Welt. Das, was wir machen, wie ist unser Leben, wie wir benehmen, wie wir reden, das ist, was die Leute zu Jesus bringt. Wir können viele Sachen reden und sagen, aber die Menschen gucken, wie benehmen wir. Die sagen, wie benehmen wir. Und so, ich sitze da in der Treppe und suche, sagt diese deutsche junge Leute, und die strahlten, die waren so hübsch. Ich hatte noch nie so hübsche Menschen gesehen. So hübsche Frauen, so hübsche Kinder, wirklich so hübsch. Und ich habe so gesehen, habe ich gesagt, so hübsch will ich auch sein. So hübsch will ich sein. Jetzt weiß ich, was war. Es war die strahlende Licht Gottes bei denen. Jetzt weiß ich, was war, dass die so gestrahlt haben. Früher wusste ich das nicht. Und ich sah einfach, dass die so hübsch waren. Aber der Licht Gottes war mit denen. So gut haben die gestrahlt, wirklich. Es war Sonne, aber die Sonne war gar nicht im Vergleich mit diesen Leuten. Und das hat mich so begeistert. Ich habe vergessen mein Stolz. Ich habe vergessen mein Rebellion, dass niemand dürfte wissen, was ich fühle. Und wenn mir jemand gefragt hat, hast du was? Ich habe immer gesagt, ich habe alles, ich brauche alles. Ich brauche nichts. Das war eine Lüge. Ich sage euch nochmal, die armen Leute ziehen diese Rebellion und diese Jacken
meine Jacke. Weil so denken die, wir passen so, passen wir irgendwie in diese Gesellschaft. Wenn ich zeige, wer ich bin wirklich, dann passe ich in diese Gesellschaft nicht. Und das habe ich gemacht, den ganzen Jahr auch in Uni. Dann durfte niemand wissen, dass ich 3 Tage lang isste nur eine Kartoffel. Nur eine Kartoffel. Ich teilte das. Der Herr war gut. Das hat mir eine Freundin gegeben im Zimmer. Das war genauso arm wie ich. Und dafür, wir hatten viel Freude mit Lachen zusammen. Und es haben uns nicht geschämt, dass wirklich ein Kartoffel sie, ein Kartoffel ich. Und wir haben diese Kartoffel geteilt und haben wir mit ein bisschen Salz und Wasser gekocht und ein bisschen Öl. Und so haben wir gegessen, immer die 3 letzten Tage, wo wir ein bisschen Geld von dem Staat kriegten für die nächsten Monate. Meine Familie konnte mir nicht helfen. Die sagten mir ständig, lass die Schule, wir brauchen doch keine Schule. Warum musst du in Schule gehen? Wir brauchen doch keine Schule. Du bist ein Mädchen, einen Tag werdest du heiraten, was hoffen wir von dir? Was kriegen wir von dir? Nicht. Das, was wir jetzt geben dir Geld, dann kriegt dein Mann. Dafür machen wir nicht. Und so, Gott war gut, hat mir die Spendium von dem Staat gegeben. Der Staat hat mich Geld, aber das war zu wenig. Und darum habe ich wirklich probiert, was bedeutet, arm zu sein. Und dafür jetzt, wir haben jetzt ja diese eine Konto, wo wir Spende sammeln. Und das, was ich unterstütze, sind die Studenten, was man gute Noten haben, so wie ich damals, aber kein Geld haben und in Armut. Wir unterstützen diese Studenten. Und so, ich habe vergessen diesen Stolz jetzt. Das war mir so egal. Dieses Licht von diesen Leuten hat mich fixiert gemacht, ganzen Tag bei der Treppe von meinem Onkel zu bleiben. Und zum Beobachten, was die machen. Und immer die sahen und dann singten die singten Lobpreis. Damals wusste ich nicht, was die, dass die Lobpreis waren. Aber irgendwie ging alles in mein Herzen. Und ein Tag, eine von diesen, die haben vorgenommen, in jede Familie zu gehen und zu fragen, wie können wir euch helfen? Aber alle sagten, ich sage euch ja, ärmer ist, stolzer ist. So macht der Teufel. Er manipuliert die Menschen. Und so, die gingen in ganze Dorf und fragten, wo können wir euch helfen? Alle sagten, nein, danke, 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 danke. Wir brauchen keine Hilfe. Vielen Dank, ne? Aber wir brauchen keine Hilfe. Wir haben ja Wiesearbeit, wir mussten, damals war der Korn zum Sammeln und waren die Bohnen zum Sammeln. Nee, 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 wir brauchen nicht, wir machen das selber. Und so, die tranken einen Kaffee da, wo die gingen und gingen weiter bei der nächsten Familie. Und dann sind gekommen bei uns. Und mein Vater, er war ein sehr intelligenter Mann, er war Ingenieur und er war diesen Tag zu Hause, war meist war er 3 Monate weg, dann kam er eine Woche nach 3 Monaten, dann ging er wieder weg. Und so war er diesen Tag zu Hause. Und wenn ich gesehen habe, dass die in mein Haus gekommen sind, ich habe nur gesagt, ey, gib was, ich glaube, gib Gott, ich glaube, gib Gott. Weil irgendwie fühlte ich was, das ich nie gefühlt habe. Nie gefühlt habe. Das war ein Gefühl, dass man kann ich nicht beschreiben. Und dann die sind gekommen, 2 Jungs und 2 Mädchen. Weil die Gruppe sind geteilt. Die sind geteilt, so 4 Leute in einer Familie, die waren ungefähr so 20 Leute. Und dann sind diese 4 Leute bei uns gekommen und haben uns gesagt, ob wir, ich könnte ja ein bisschen Englisch reden, und die fragen uns, ob die uns helfen können. Und mein Vater sagt, wow, das ist sehr gut. Gut, dass ihr gekommen seid. Wir werden morgen unsere Bohnen sammeln. Habt ihr Lust, uns zu helfen? Es sind wirklich viel.
Meine Tochter ist gestern, vorgestern gekommen für mich. Und dann, wenn ihr noch kommt, werde für uns große Helfer sein. Die haben so gefreut, aber mehr habe ich gefreut. Und meine anderen Geschwister sagen, aber warum? Wir schämen uns und wenn die kommen und dann wir schämen uns und die wissen nicht, für was die schämten, aber einfach schämten die. Aber ich habe so gefreut. Und nächsten Tag um 8 Uhr, die sind gekommen. Die waren vor der Tür. Und wir gingen alle im Feld, um Bohnen zu sammeln. Meine Geschwister, alle konnten Englisch. Irgendwie konnten wir verstehen Englisch, verstanden Englisch. Und die sprachen Englisch und irgendwie kamen alle klar. Meine Geschwister kamen klar mit alle drei, aber ich kam klar mit Susanne. Irgendwie ist mein Herz für sie so direkt geöffnet. Und sie hat so Zeit für mich. Sie hat alle Gruppe gelassen. Wir waren jetzt mit meinen Geschwistern, mit alle. Wir waren so ungefähr 7 Leute. Und sie war nur für mich. Und sie hat mich gefragt, was gehst du, was machst du? Und ich habe sie erzählt. Und habe ich gefragt, ich habe damals zum ersten Mal Michael Jackson gehört. Und ich habe sie gefragt, kennst du Michael Jackson? Ich machte so, wie ich was von der Welt verstand, weißt du? Und sie sagt mir, Michael Jackson kenne ich, aber ich kenne Jesus Christus. Kennst du den Jesus Christus? Ich habe gesagt, wer ist der Jesus Christus? Der hat gesagt, Jesus Christus ist unser Gott. Ist das erste Mal, dass ich hörte, dass Gott einen Namen hat. Alles in der ganzen Welt hatte ich gehört. Bei uns gab es Christen und gab Muslime. Aber ich wusste nicht, dass diese Christen hatten einen Gott, dass er Jesus Christus heißt. Ich war so begeistert, habe ich gesagt, Gott hat einen Namen? Sag mir bitte nochmal. Sie hat gesagt, ja. Gott heißt Jesus Christus. Und nicht nur das. Aber weißt du, er liebt dich. Das war der Wort, was ich ganz mein Leben gewartet habe. Jemand liebt mich. Und ich habe so eine Gefühle gehabt, dass, aber ich wollte nicht zeigen, diese Gefühle. Und sie hat mir einfach wieder gesagt, Jesus liebt dich. Jesus Christus liebt dich so viel. Und denkt ihr, eine 20-jährige Mädchen, wie ich war, hört dieses Wort, dass jemand liebt mich. Wann ist hier vielleicht, sag mal, wie kann sie denken, so dass Jesus, Entschuldigung, dass so begeistert sei, dass Jesus liebt mich von diesem Wort. Wie kann ein Mensch, 20 Jahre alt, ein Mädchen, so viel freuen? Ihr glaubt nicht, aber ich habe mich so gefreut, wenn ich gehört habe, es gibt jemand, und sogar mit Namen, Jesus Christus, der mich liebt. Es gibt jemand im ganzen Universum, dass mich jemand liebt. Und ich habe sie gesagt, wie kannst du wissen, dass er mich liebt? Er kennt mir doch gar nicht, wie kann er mich lieben? Und sie sagt mir, ich weiß, dass sie dich liebt, dass er dich liebt. Und ich habe diese Worte einfach so in mir genommen. Und ich war 3 Monate zu Hause, aber ich habe, das war die, ein Tag, dass wir getroffen sind. Und sind die Sachen so gekommen, ich musste arbeiten im Felder, morgen bis Abend und habe ich sie alle 3 Monate nicht mehr getroffen. Und so, die sind 4 Monate da geblieben, ich musste in Schule gehen. Aber diese Gedanken, dass jemand mich liebt, lass mich nicht frei. Und so gut wie Gott ist, einen Tag hatte ich Pause. Und in Mittag, wir hatten ja Wasser zu Hause,
Aber im Dorf gab noch eine große Wasser, wo man kam direkt vom Brunnen. Und dieser Tag, Gott wollte, dass ich in diese Brunnen gehe und Wasser hole. Und so war ich okay, ich hatte keine Lust, aber ich sagte, dann muss ich, weil man tut Befehl, gehe und hol Wasser da. Dann gehe ich und wann, was sehe ich da? Susanne ist bei dem Wasser. Ich habe gesagt, wow! Ich habe gesagt, seid ihr immer noch hier? Sie sagt, ja. Ich habe gesagt, ja, ich gehe morgen in Schule, ich verabschiede, oh, bin ich so glücklich, dass ich dich nochmal sehe. Und in meinem Herz, irgendwie, ich bin so, jemand liebt mich. Und sie sagt mir, ja, warum bist du nicht mehr gekommen? Ich habe gesagt, ich arbeite morgen bis Abend, ich kann nicht, ich bin im Feld und ich will keinen Streit zu Hause und kann ich nicht gehen. Und weil ich hatte Angst, dass die Familie sagt mir, wenn du nicht arbeitest, dann gehst du nicht mehr in Schule. Und dafür, ich machte immer die brave Mädchen, dass man einfach gehorcht, morgen bis Abend im Felder. Und so ist die Susanne, sagt mir, ich habe aber ein Geschenk für dich. Ich habe gesagt, für mich ein Geschenk? Sie sagt, ja, komm bitte mit. Und dann gehen wir bei dem Haus, wo die wohnten, und da war auch mein Onkel gegenüber. Und sie schenkt mir ein Shampoo. Wisst ihr, was bedeutet ein Shampoo für mich damals? Ihr kann nicht glauben. Ihr kann nicht glauben, welche Bedeutung hatte dieses Shampoo für mich. Und ein Bibel. Ein Shampoo und ein Bibel in albanischer Sprache. Das ist die größte Geschenk, das ich bis jetzt, ich bin 48 Jahre jetzt, das ist die größte Geschenk, das ich jemals genommen habe. Wisst ihr was? Ich habe meinen Kindern Bibel geschenkt, wenn sie 6 Jahre alt waren. Ich habe meinen Kindern gesagt, ihr versteht nicht, welche für ein Gold ist das, was ihr in Hand habt. Jedes Jahr, ich zeige dir die Bibel und hoffe ich, dass die anfangen zum Lesen. Und jedes Mal, ich sage dir, ihr müsst verstehen, welches wertvolle Geschenk ist in eurer Hand. Und so, ich habe diese Geschenke mitgenommen und bin ich in Uni gefahren, ins zweite Jahr. Und dann, irgendwie, die Feuer hat in meinem Herzen angefangen. Irgendwie hat die Bedeutung meines Lebens eine andere Richtung genommen. Ich habe die Bibel nicht geöffnet, noch nicht. Aber ich wusste, jemand liebt mich. Ich habe angefangen, in den Himmel zu gucken und zu sagen, liebst du mich? Und dann wieder selbst geantwortet, du liebst mich. Und das habe ich angefangen, jedes Abend. Ich sah ihn immer und sagte ich, du liebst mich. Du liebst mich. Und langsam, langsam, diese Liebe hat meine Inneren so ein Feuer gemacht. Hat meine Inneren so warm gemacht. Und diese Härte, irgendwie langsam ging es weg. Plötzlich hatte ich viel Freundin. Plötzlich hatte ich einen Freund. Dann mein Leben wurde anders, weil ich mich als geliebt gesehen habe. Jemand liebt mich. Gott liebt mich. Und dieser Gott hat einen Namen. Und dann sah ich in der Bibel und habe ich gesagt, okay, was kann ich hier lesen? Wo fange ich an? Aber die Welt hat mir so gut gefallen, dass ich keine Zeit mehr für die Bibel hatte. Und so habe ich einfach den Gebet Vater Unser. Niemand hat mir gesagt, dass das ist der Gebet von Jesus. Einfach, Gott wollte, dass ich diese Gebet, einfach ich habe die Bibel geöffnet und ist mir Vater Unser. Jesus hat gelernt, die Apostel, wie man betet. Und dann habe ich gesagt, okay, dann das reicht ja. Das reicht.
habe ich die abgeschnitten, vorsichtig abgeschnitten und geklebt in der Wand neben meinem Bett. Habe ich gesagt, wenn dieses Gebet hier ist, dann da muss man alles funktionieren. Ich habe das ja schon alles. Das ist die richtige Gebet, was Jesus gesagt hat. Dann das schneide ich, dann mache ich hier, dann ich bin geschützt, ich bin geliebt, ich habe doch alles. Ist das die einzige Gebet, was Jesus gelernt? Dann habe ich alles. Und in meinem Herzen hatte ich alles. Jetzt hatte ich so viel Freude. Ich wusste ja, jede Sekunde, ich guckte in den Himmel und ich wusste dann, nicht mehr in Nacht, nur in Nacht den Himmel, aber dann habe ich angefangen, jeden Tag. Dann habe ich angefangen zum Danken für alles. Das kam so automatisch. Und habe ich aber die Bibel noch nicht angefangen zum Lesen. Ich habe gedacht, haben ein Freund ist von Gott. Das wusste ich nicht, dass man nicht von Gott ist. Schlafen ist normal. Habe ich gesagt, das bin ich doch Studentin. Ich muss doch das. Ja. Und eine Sünde nach dem anderen. Dann weiter wisst ihr, ich habe erzählt, wie geht weiter, aber von Anfang hatte ich nicht erzählt. Aber ich erzähle nochmal. Sabine kennt ihr, habe ich schon erzählt. Aber ich sage nochmal. Und dann habe ich die Schule fertig, 5 Jahre, habe ich die Diplom genommen, alles. Dann ging ich zu Hause. Wann ging ich zu Hause? Und wir haben mit meinem Freund dann gelassen, dass wir verlobt werden. Aber wir haben die Verlobung vorbereitet in mein Haus. Der Junge kommt nicht. Er schickt mir eine Nachricht. Es tut mir leid. Ich verabschiede mich von dir. Und in dem Tag von der Verlobung das. Und denkt ihr, ganze meine Familie, Cousin sind gekommen, um zu feiern meine Verlobung. Und dann bekommst du einen Anruf, ich komme nicht. Ich will dich nicht haben. Und dann stand ich da, alle waren wütend auf mich. Es gab niemanden in ganzer Familie, dass man nicht wütend war. Niemand wollte mehr mit mir reden. Niemand. Und mein Vater war sehr enttäuscht. So enttäuscht war er. Er wollte nicht mehr mit mir reden. Er hat gesagt, du bist nicht mehr meine Tochter. Du hast mich enttäuscht. Das war damals. Das war damals. Dafür ich sage meinen Kindern, ihr lebt in, wirklich in ein gesegnetes Land. In ein gesegnetes Land. Ich verstehe nicht, wie kann diese Generation, was in Deutschland wächst, nicht dankbar sein? Wie kann unsere Kinder nicht dankbar sein? Haben alles. Und über alles haben die die Freiheit. Und so, mein Vater hat mir gesagt, dass ich eine Schande bin und habe ich ihn so zum Schämen gemacht. Ja, und dann wollte er nicht mit mir sprechen. Und 3 Wochen später ist er von dem Blitz getroffen und ist gestorben. Er ist gestorben vom Blitz. Ich weiß nicht, das weiß Gott ja. Was kann ich wissen dazu? Wie kam dazu? Ich bin nicht Gott. Gott hat entschieden, er geht zu Gott. Aber dann waren die 2 verlorenen Menschen in einer kürzeren Zeit. Und dann hatte ich so eine lange Depression. Panikattacken. Jetzt weiß ich, was da war. Damals wusste ich nicht. Damals wusste ich nicht, dass das war Depression. Jetzt weiß ich. Panikattacken. Jetzt weiß ich, was die sind. Damals wusste ich nicht. Einfach machtest du durch. Bis ich die Bibel angefangen habe. Und dann habe ich Lehrerin angefangen. In ein Dorf. Als Lehrerin zum Arbeiten. Und Gott ist so gut. Da waren wieder die Deutschen. Aber jetzt, ja Sabine, aber jetzt, ich weiß, Gott wusste das.
5 Jahre nachdem in meinem Dorf gewesen sind, da sind die wieder in Stadt gekommen, nicht mehr im Dorf, mein Dorf. Aber warum? Weil es gab keine Früchte. Ich war die einzige Frucht. Die einzige Frucht war von ganzen diesen 4 Monaten in mein Dorf genommen ist. Ich war die einzige. Und so, die haben dann gegangen in andere Dörfer. Und ich ging Lehrerin, dafür hat mir Gott nie freigelassen, zum sagen, okay, ich habe jetzt einen Samen gepflanzt, dann wächst du, wie du wächst. Nein, ich denke, wo Gott pflanzt einen Samen, er kümmert, dass dieser Samen wächst. Das hat er mit mir gemacht. Er hat Geduld. Und so, ich ging da als Lehrerin und was sehe ich da? Eine Freundin, eine Lehrerin, sie hatte ein Haus da, die Haus war frei, weil sie wohnte ja in Stadt und ging mit Bus und sie sagt mir, weißt du, sie ging immer in diese Wohnung und sagt mir, Alketa, hast du Lust mal mit mir zum Kommen? Ich habe gesagt, was machst du da? Sie sagt, ich bete. In der Pause, ich bete zu Jesus Christus. Ich bin Christin geworden. Ich habe gesagt, Moment mal, stopp. Sag mir nochmal bitte. Ja, ich bin Christin geworden. Ich habe gesagt, wie wird man Christin? Ich wusste ja, dass Jesus liebt mich, aber ich wusste nicht, dass ich Christin werden kann. Ich habe gesagt, wie geht das überhaupt? Sie sagt, komm mit mir. Dann habe ich gesagt, ich habe nichts zu verlieren. Dann gehe ich einfach. Dann gehe ich mit Alma, heißt sie. Dann gehe ich mit Alma. Und dann kniet sie und sie redet einfach, wie sie mit mir redet. Aber sie redete ja mit Gott. Ich war wirklich sehr begeistert. Ich habe gesagt, Moment mal, einfach so reden mit Gott. Sie sagt, ja natürlich, einfach so. Und das hat mir, ich habe noch komplizierter vorgestellt. Man macht ein paar Rituale, man wäscht sich bevor. Ich habe gesagt, das ist mit Respekt zum Gehen von Gott. Und das war mir alles zu viel Arbeit. Habe ich gesagt, okay, wer wäscht jetzt sich, wer macht jetzt kümmert, oh, das ist mir zu viel Arbeit. Die sagt, nein. Nein, Gott hört doch die Herzen. Denkst du, frag Gott, hast du gewaschen deine Hände oder nein? Nein, hat sie gesagt, das ist Herzenssache, Alketa. Das ist Herzenssache. Liebst du und sprichst du. Liebst du nicht, dann sprichst du auch nicht. Aber nie guck Gott, hast du die Gesicht gewaschen oder bist du schön geworden, bevor du betest? Nein. Gott sieht das Herz. Ich habe gesagt, wie bitte? Ich sag, wann ich wusste, dass das so einfach ist, ich habe immer gemacht. Aber niemand hat mir erzählt, dass das so einfach ist. Sie sagt, doch, das ist so einfach. Wie du hast dein Herz, dann einfach sagst du. Das hat mir so begeistert. Erstmal, dieser Gott war ganz groß. Ja, alles, da wusste ich schon, dass man was ist dahinter, dass man alles geschaffen hat. So groß. So groß wie er war, er liebte mich. Und jetzt lernte ich, dass ich musste gar nicht vorbereiten, bevor man zu ihrem Thron kommt, dann zum Beten. Ich habe nie gemacht, weil niemand mir erklärt hat, man darfst du beten und sagen, was du im Herzen hast. Das hat mir niemand erklärt. Hatte ich auch keine Möglichkeit gehabt. Und dafür irgendwie, ich habe nie vorgestellt, wie ich mit diesem Gott umging. Ich habe ja von dem muslimischen Glauben ein bisschen gehört, dass man, du musst waschen, du musst viele Sachen machen. Und dafür hatte ich keine Lust zu machen. Habe ich gesagt, nee. Wer macht das bereit und so, da mache ich keine Lust, habe ich keine Lust dazu. Aber jetzt hörte ich, das ist ganz einfach. Einfach sagen, wie du fühlst. Einfach sagen, wie du bist. Und dann war ich begeistert. Ich habe gesagt, okay, ich knie mit dir. Dann habe ich einfach mit sie gekniet. Und sagt sie, sie fängt an. Herr, ich danke dir, dass du Alketa heute bei mir gebracht hast. Danke, Herr, dass du sie segnen wirst. Danke, Herr, dass du sie führen wirst. Danke, Herr, für ihre Errettung, weil du werdest sie erretten, Herr. Danke, Herr. Ich habe gesagt, wie errettet? Ich bin doch Christin.
seit die Sabine mir gesagt hat, dass Jesus liebt dich, ich bin da, ich weiß das. Er sagt, nein. Er sagt, glaubst du, dass du Jesus hast? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn habe, ob er mich hat, aber ich habe ihn, weil immer, ich weiß jetzt, er liebt mich. Er sagt, nein. Du musst erst mal deine Sünde um Vergebung bitten. Ich habe gesagt, wie bitte? Nee, das ist mir zu viel jetzt. Ich habe gesagt, nee, das lassen wir. Alma, lassen wir das. Das ist mir zu viel jetzt. Wo habe ich bitte gesündigt? Wo habe ich, kannst du mir sagen? Ich war immer, nie habe ich Liebe gekriegt. Habe ich immer Gewalt in meinen Rücken gespürt. Habe ich nie ein nettes Wort. Überall bin ich in Krieg gewesen. Meine Lehrer haben mir nie gemocht. Ich musste immer kämpfen für meine Noten. Ich musste ganze Nacht studieren und lesen, weil andere haben nicht gelesen und haben die trotzdem genommen. Es ist das Studium gekommen damals, dass ich als Ballerina gehe und das war mein Traum. Und der Lehrer hat entschieden, nein, Fialketa gebe ich nicht. Ich habe gesagt, alles war im Kampf mit mir und du sagst mir, dass ich gesündigt habe? Das akzeptiere ich nicht. Der sagt, nein, Alketa, die ganze Welt hat gesündigt. Ich habe gesagt, ist mir egal, die Welt. Das ist mir egal, der Welt, was hat gemacht, gesündet oder nicht. Ich habe nicht gesündigt. Die ganze Welt hat mit mir gesündigt, aber ich nicht. Dann bitte, ich gehe jetzt, die Pause ist fertig, meine Schüler warten, auf Wiedersehen. Dann gehe ich. Das könnte ich nicht akzeptieren. Wie ich hatte so schwierige Kindheit, schwierige Leben, und dann höre ich, dass ich um Vergebung beten muss. Und dann habe ich gedacht, es ist nicht ein Gott, dass man da hinten stand. Warum hat er zugelassen, dass ich so ein hartes Leben hatte? Meine Freundin, ich guckte, die hatten nicht so schwierig wie ich. Und dann sagt mir, trotzdem musst du um Vergebung beten? Er sagt, nee, das geht nicht. Das geht nicht, das mache ich nicht. Und so ging ich zu Hause, aber irgendwie lasste mich das nicht los. Irgendwie habe ich gesagt, naja, wenn dieser Gott so heilig ist, du hast ja mit deinem Freund in Schule geschlafen, ohne geheiratet. Das wusste ich ja, dass eine Sünde ist. Ich habe gesagt, ja, eine Sünde habe ich gemacht. Anderes, was habe ich gemacht? Habe ich geraucht. Habe ich gesagt, das kann man als Sünde rechnen? Okay, zwei Sünde. Dann habe ich nicht mehr gemacht. Aber irgendwie dann, immer kam mir was anderes, was ich gemacht habe. Immer was anderes. Hast du einmal mit Steinen den geworfen. Einmal hast du das gemacht. Einmal, irgendwie wurde dann eine lange Liste mit Sünden. Habe ich gesagt, tatsächlich habe ich gesündigt. Und so, in ein paar Tagen, sie sagte mir nicht mehr, kommst du beten oder so. Aber sie guckte immer, dass ich sie sehe, wann sie zum Beten geht. Und dann habe ich gesagt, Alma, darf ich mit dir kommen? Sie hat gesagt, natürlich, komm. Und dann ging ich mit sie. Und ja, sie erklärt mir wieder so. Und, aber ich war immer noch hartnäckig. Und ein Tag sagt sie, weißt du, Alketa, ich möchte zu dir heute Abend kommen. Ich habe gesagt, okay. Ich wollte das gar nicht, die Wahrheit zu sagen, weil mein Haus war voll mit Leuten. Wir haben eine große Familie. Nur eine von meinen Schwestern war verheiratet und war voll immer. Wir hatten keinen Platz, wo man Besuch schläft oder so. Aber irgendwie habe ich gesagt, okay, darf sie auch kommen. Egal, darf sie sehen, wo ich wohne, egal. Und dann kommt sie und dann gehen wir, wir gingen durch einen Fluss und dann fängt eine so Straße ganz wie ein Berg. Und sie sagt, weißt du was? Ich erkläre dir was. Sie nimmt einen Stock, sitzt da in der Erde und die Erde war hat lange nicht geregnet und war so Staub. Und sie sagte, hör mir, Gott ist groß und ist da oben. Sie hat mir so wie ein kleines Kind erklärt. Er sagt, Gott ist groß da oben. Wir Menschen sind hier. Er liebt nicht uns. Er liebt uns so viel. Aber er ist heilig.
Weißt du, was ist heilig? Er kann nicht die Sünde sehen. Sagt, du vielleicht glaubst immer noch, dass du keine Sünde hast. Ich habe gesagt, doch, doch. Er sagt, ja, nicht nur du, Keta. Aber wann du nehmen, vielleicht hast du gar nicht gesündigt. Du hast gar nicht gesündigt. Ich sehe ja, du bist ein gutes Mädchen. Du hast ein großes Herz. Wisst ihr was? Jetzt weiß ich, wann Gott sagt, ihr muss sein schlau wie die Schlange und, wie sagt man, sauber, weiß wie die Taube. Jetzt weiß ich, welche Bedeutung haben diese Worte. Alma hat diese Weisheit genommen, wie die Schlange sozusagen, mich zum Führen in dem richtigen Weg. Aber gleichzeitig war sie weiß wie die Taube, wann sie wusste, was sie wollte in mein Leben. Und so, sie sagt mir, ich sehe, Alketa, du bist ein gutes Mädchen. Und das hat mir gut getan zum Hören, dass ich ein guter Mensch bin. Und sie sagt mir, ich sehe, du bist ein guter Mensch. Ein großes Herz hast du, du helfst immer. Deine Schüler lieben dich so viel. Die Kollegen lieben dich so viel. Und du hast einen Sinn für Humor. Ich liebe dich. Er sagt, ich glaube nicht, das ist nur in deinen Sünden. Nein, ich glaube, guck mal, wie viele böse Menschen gibt. Und das gefällt mir. Er sagt, ja, gibt sehr viele böse Menschen. Genau, Alketa. Aber alles diese Sünde, nicht nur für uns, hat uns getrennt von Gott. Gott ist heilig, diese Sünde, was die bösen Menschen tun, haben eine Mauer gemacht zwischen Himmel und Erde und können der Stimme Gottes nicht hören. Okay, habe ich gesagt. Weißt du, diese Sünde kommen wie eine Mauer zwischen Erde und Himmel. Okay, habe ich gesagt. Ja, und Gott selber kam in Kreuz. Und er selber, weißt du was, warum die Hände so geöffnet haben im Kreuz? Weißt du, wie ein Kreuz ist? Ich habe gesagt, ja. Und sie malt wieder in Staub und sagt, ein Kreuz ist so. Ich zeige euch. Und sie sagt mir, ups, dass ein Kreuz so aussieht. Und sagt, so ist der Jesus genagelt, mit den Händen offen. Und sagt Alketa, die Hände sind die Sünde. Die Mauer, was man ganze Welt rundherum ist. Und lässt nicht die Stimme von uns, unsere Gebete hoch zum Gehen, weil diese Mauer zu dick ist. Dafür, der Körper Jesus, hier bis hier, durchbohrt komplett den Straße. Er durchbohrt mit ihrem Körper. Und so, diese Welt hat jetzt eine Tür. Diese Welt hat jetzt einen Weg. Diese Welt hat eine Hoffnung. Und das heißt Jesus Christus, weil er selbst ist ins Kreuz gekommen und hat diese Straße offen gemacht. Die Mauer ist nicht mehr. Dafür, Alketa, wenn du Jesus Christus rufst, du darfst deine Stimme direkt von dem Thron Gottes haben. Weißt du was? Er sagt, der Herr sagt, dass meine, die Erde ist für meine Füße. Das bedeutet, Jesus Füße sind immer hier und nur durch ihn können wir unsere Stimme da. Und wir beten um Vergebung, weil er ist nicht wie diese bösen Menschen. Nein, Alketa, nicht für die bösen Menschen, nur für den, was kommen und sagen, Jesus, bitte helf mir, vergib mir. Und wenn du vergibst, sagst, dann diese Mauer fällt einfach. Und du bist durch Jesus direkt zu Gott. Wow, habe ich gesagt, so einfach ist das? Der sagt, so einfach ist. Es ist so einfach. Wenn du Jesus Christus rufst, du bist direkt vor Gott, was die Tür ist offen. Jesus ist die Tür und du stehst vor den Füßen von Jesus und du bist direkt hoch im Himmel. Weil für jeden, wer Christus als Herr hat, die Tür ist offen. Die andere Welt kann rufen, wie viel will, aber das geht der Stimme nicht.
Das geht nicht, weil es gibt nur diese, was der Mauer der Sünde durchbohrt mit ihrem Körper, mit ihrem Blut. Und das war der Tag von meiner Errettung. Dann habe ich die Knie. Ja, Amen, Amen. Ich habe die Knie dann gebeugt. Ich war mit meinem Bruder und sie und alle drei. Wir haben die Knie gebeugt und habe ich gesagt, der ist mein Gott. Jesus Christus ist mein Herr. Dieser Tag bin ich Christin geworden. Und dann hat sie mir gesagt, jetzt gehörst du Jesus, jetzt bist du Christin. Habe ich gesagt, wow, das ist so eine Freude in mir gekommen. Endlich wusste ich, wer ich bin. Endlich wusste ich, dass ich geliebt bin. Und endlich fühlte ich mich heilig. Ich fühlte mich heilig. Ich fühlte mich ohne Sünde. Plötzlich fühlte ich, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Und ich habe überwunden, wirklich. Und du auch. Wenn du Jesus Christus als Herr genommen hast, du hast die Welt überwunden. Und einzige Sache dafür, diese Leute im Dorf, was ich gehasst habe, wenn die mich nie geliebt haben, plötzlich in Sekunde, dass ich Christus, Christin geworden bin, ich erste Sache, was ich mache, glaubt oder nicht, Gott weiß, mein Zeuge ist. Ich habe die Knie weitergebeugt. Ich habe gesagt, stopp. Ich habe dann gesagt, Herr, wenn du wirklich jetzt in meinem Herzen bist, bitte rette mein Dorf. Rette diese Leute, Herr, von Anfang bis oben in dem höchsten Haus. Rette die und fühlst du mit diesen Gefühlen, wie du mich gefühlt hast. Und Gott hat ab nächsten Tag komplett mein Leben geändert. Eine Woche später, Gott hat die andere Wege mein Leben gewählt. Er wollte ja, dass ich der Stadt wechsle. Habe ich die Stadt gewechselt mit meiner Familie. Ich war der Retter dann von meiner Familie. Weil Gott sagt immer, einer ist gerettet. Glaubst du an Jesus Christus und werdest gerettet, du und deine Familie. Amen. Alle werden gerettet. Und das ist wahr. Es ist 100% wahr. Weil er dich hat, dann hat er alle deine Familie. Er werde so bringen die Sachen, dass alle gerettet werden. Er ist ein treuer Gott und er sagt, dass mein Wort geht nie in Leer. Geht nie in Leer. Und so eine Woche später, ich bin in Flora gegangen und da habe ich angefangen Arbeit, erstmal in einer Schuhfabrik. Und jetzt frage ich mich, warum, Herr, hast du mich in eine Schuhfabrik? Das war die schwierigste Arbeit, bis ich jetzt gemacht habe. Aber jetzt weiß ich. Ich hatte ein sehr erniedrigendes Gefühl für die Roma-Leute. Zigeuner, wie man sagt hier. Wir haben gelernt immer bei uns, dass die nicht wie wir sind. Und so hatte ich immer ein erniedrigendes Gefühl für den. Und Gott hat mir gebracht in diese Schuhfabrik, als erstes, was er gemacht hat. Ich habe gearbeitet in dieser Schuhfabrik, wo war kein einziger Mensch anderes sozusagen als Römer. Waren alle Roma-Mädchen und Frauen. Und in Anfang habe ich gesagt, aber Gott hat alle Türen geschlossen. Ob ich dann habe ich viele Zeugnisse noch genommen in der Zeit, wo ich Lehrerin war, für ein Jahr in der Dorf, habe ich viele andere Zeugnisse. Ich habe als Journalistin dann beworben und gewonnen. Ich habe viele Sachen genommen und plötzlich ging ich in Flora, waren alle Straßen zu und ich musste in diese, dafür weiß ich, viel manchmal sagst du, warum hat mir Gott da geschickt? Nimm das als Schule. Nimm das, als er dich eine Form gibt und preis dem Herrn. Schneller du lernst, schneller bist du raus. Und so in Anfang war ich ganz wütend, dass nur da die Tür geöffnet waren für die Arbeit. Und dann, wenn ich gesehen habe, dass ich war die Einzige, habe ich gesagt, was will ich hier überhaupt? Ich bin mit Uni, ich bin, wie, was will ich? Aber waren alle Straßen zu. Aber dann, ich habe gekannt, diese Menschen. Ich habe die geliebt.
die haben so einen Humor gehabt, so wirklich, ich habe so viele Freundinnen, dass ich immer noch bis jetzt habe, so viele Freundinnen. Und ein Tag, ich kam so in die Straße und gucke ich wieder in den Himmel, immer ich gucke in den Himmel und sage ich, danke Herr, wann ich glücklich bin. Da habe ich geguckt in den Himmel und gesagt, Herr, ich danke dir. Danke für diese Arbeit. Danke für diese tollen Menschen, was ich habe. Wirklich, ich habe mit meinem ganzen Herzen, weil ich so glücklich war diesen Tag, haben wir so guten Tag gehabt. Und das war mein letzter Tag da. Dann nächsten Tag höre ich in meinem Herzen, du musst eine andere Arbeit. Ich habe gesagt, ich fühle plötzlich frei. Und so, dann fängt Gott alles mein Leben zu ändern. Dann bin ich Lehrerin im Gymnasium. Und dann bin ich dann im Fernsehen. Dann bin ich wieder, habe ich dann gesagt, okay, genug mit Lehrerin, dann will ich was anderes. Dann bin ich bei Fernsehen gearbeitet, habe ich die Live-Führung da gehabt. Habe ich viele Emissionen gemacht und so Reklamen. Und dann habe ich mit dem Bürgermeister, das war die letzte Arbeit, was ich gemacht habe. Von dann habe ich gesagt, jetzt muss ich dann einfach raus von Albanien. Aber Gott hat gleichzeitig hat meine Familie auch in Vlora gebracht, haben wir ein Haus da. Ich habe dann einen Platz da gefunden und gemacht, gekommen. Und es ist so gekommen. Die Familie sah nur meine Segen und haben gesagt, die haben gesehen, dass ich nie mehr traurig war. Ich war so glücklich, ich bin immer noch erfüllt. Erfüllt, ich war immer erfüllt und bin ich immer noch. Und dafür, die haben gesehen und alle wollten haben, diese Gott, was ich habe. Dann haben die immer gesagt, ey, da will ich auch diese Gott haben. Ich habe gesagt, das ist so einfach, Leute. Es ist so einfach. Sagst du, Jesus, kommst du zu mir? Ich will dich einfach als Herr nehmen. Er kommt. Er hat gar nicht so wie wir immer Vorbereitungen und warte mal erstmal, mach das. Nein. Er sagt, okay, du bist gekommen, ich bin da. Ich bin eben da. Hast du mir eingeladen? Dann bin ich da. Und so, dann haben die anderen Schwestern genommen. Und so gut wie Gott ist, dann treffe ich ein Mädchen in einem Büro. Und sie sagt, danke Jesus. Ich habe gesagt, Moment mal, glaubst du an Jesus? Sie sagt, ja. Ich habe gesagt, ich auch. Er sagt, wow, wir haben eine Gemeinde hier. Ich habe gesagt, wie? Was ist Gemeinde? Sie sagt, ja, wo wir sammeln, zusammen singen, zusammen Lobpreise. Was, habe ich gesagt, gibt das auch? Sie sagt, natürlich gibt das. Ich habe gesagt, will ich kommen? Ich will auf jeden Fall mitkommen. Und so, sie kommt bis in mein Haus, Sonntag, holt mich ab. Leute, wir müssen wieder diese Christen werden. Wir müssen wieder diese Christen nehmen und zeigen die Leute, dass wir die lieben. Wir müssen die Leute lieben und zeigen, dass ich dich liebe. Wir müssen wieder zurück da kommen. Wir haben vergessen, was bedeutet die Liebe zeigen, die verlorenen Menschen. Wir begegnen ein bisschen in der Straße, erzählen Jesus, Jesus, aber dann, das war's, du gehst in dein Haus, ich in mein und machst du, wie du willst. Aber sie ist gekommen bis in mein Haus und das war von dem Zentrum, war ungefähr 35 Minuten zu Fuß. Und sie kam und sie hat gesagt, ich bin so glücklich, dass meine Familie wächst. Ich bin so glücklich, dass ich euch jetzt mitnehme in Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe in Gemeinde. Dann habe ich noch zwei kleine Schwestern jetzt, weil nur zwei sind geheiratet, noch drei sind geheiratet. Und jetzt hatte ich noch drei hinter mir. Und die sagen, wir kommen auch. Dann komm, gehen wir in Gemeinde. Und so gehen wir in Gemeinde und wir fühlen so geliebt da. Der Pastor war Nino, er war ein Italiener mit ihrer Frau und haben uns so nett und so gut gewartet. Und dann sind die einmal pro Woche bei uns zu Hause gekommen und gebetet und die Bibel gelesen. Und wir waren so hungrig für das Wort Gottes. Und jeden Tag
wachsen wir mehr. Ich habe angefangen, dann die Bibel richtig zu lesen. Und habe ich die Psalmen als erstes gelesen und habe ich mich da gefunden. Ich habe mich in diese Psalmen gefunden. Und habe ich gesagt, Gott, wo wusstest du, wie ich es fühle? Wo wusstest du? Später habe ich gelernt, dass der David hat die Psalmen geschrieben. Weil in deutscher Bibel ist geschrieben, hat der David geschrieben. Aber in albanischer Bibel ist nicht geschrieben, dass der David war der, was die geschrieben hat. Ich wusste das nicht. Aber trotzdem, wenn ich gehört habe, dass der David das geschrieben hat, ich habe gesagt, wow. Dann hat er die gleiche Situation in ihrem Leben wie ich. Und immer mehr bin ich mit ihm gewachsen. Bis ein Tag, ich kriege ein Studium hier für Radio Deutsche Welle. Dann komme ich eben da. Und so bin ich gekommen. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt und bin ich hier. Und immer noch liebe ich Gott, sogar kann ich sagen, mehr noch. Er hat den ersten Platz in mir. Und wisst ihr was, was ich verstanden habe? Es ist ein Vers, ich lese euch. Es war die Babylon, wisst ihr, wer ist Babylon? Alle wisst ihr. Es ist eine Stadt, was Gott die komplett kaputt gemacht hat, wann der Sünde zu groß war. Und bevor man die Babylon gekommen ist, dass man Gott komplett die zerrottet hat. Wir lesen in dem 1. Mose 11, 1, 2 bis 4. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land Shinar. Dort ließen sie sich nieder auf. Jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreuen, sondern der Turm hält uns zusammen. Wisst ihr was? Die ganze Welt versucht uns als Ziegel zu machen. Die ganze Welt versucht uns irgendwo die Form zu geben, dass man bei denen passt, bei Welt passt. Das versucht, hat diese Welt immer probiert. Wir sehen ja, die haben gesagt, nicht mit Stein, wie die bis gestern gebaut haben, aber die haben gesagt, wir machen Ziegel. Ziegel, man nimmt, ist ja immer gleich. Immer gleich. Ich habe Ziegel ja gemacht, ich habe die Haus gebaut, selbst damals, und wir haben gearbeitet, so viel haben wir Ziegel gebaut. Man, du bearbeitest die Erde mit Wasser und dann gibst du die Form, im Quadrat muss alle gleich sein. Und jetzt in 2020, wo wir leben, es ist nie so stark gewesen, als ganze Welt versucht dich zu überzeugen, dass du musst anpassen. Du musst die Marke Sachen anziehen. Du musst die beste Handy haben. Du musst diese Mode folgen. Und jetzt, du musst die Maske tragen. Du musst das machen. Und gib dir diese Form, dass du in diese Gesellschaft anpasst. Egal wo wir sind jetzt, es ist das gleiche Problem in der ganzen Welt. Es gibt nicht ein Land, wo kannst du sagen, guck mal, dieses Land macht nicht mit. Nein, es ist genau diese Bubble,
wo sagt, wir machen Ziegel. Wir müssen diese Menschen in einem Format anpassen, so quadratisch machen und ohne zu fragen, ob dieser Mensch Schmerz hat, ob dieser Mensch Gefühle hat, ob dieser Mensch vielleicht was fühlt, was denkt selber. Vielleicht dieser Mensch hat selber ihre Talente. Aber diese Welt jetzt fragt nicht mehr. Diese Welt sagt einfach, du musst in dem Quadrat anpassen. Du musst. Du kommst von dieser Erde, ja, und wir von dieser Erde waren der Ziegel, baust du von Matsch, von dieser Erde. Material, was du hier in diesem Land hast. Und dann nimmst du und du machst die Form. Wenn der Hand nicht passt, egal, schneiden einfach und drucken in der Form. Und so kannst du bei der Welt anpassen. Aber das ist nicht bei Gott. Gott sagt, ihr seid die lebendige Stein. Und nicht nur das. Wenn Gott einen Tempel gebaut hat, hat gesagt, der Eisen darf nicht die Stein betreffen. Darf nicht berühren. Warum nicht berühren? Weil der Eisen bedeutet, du arbeitest mit Eisen und gibst du Formen. Bedeutet menschliche Arbeit. Menschliche Arbeit. Darum Gott hat gesagt, der Eisen darf nicht den Stein berühren. Gott sagt, ich darf dich bearbeiten. Nicht der Mensch darf dich bearbeiten. Nicht die Gesellschaft darf dich Form geben. Aber ich. Und Gott gibt uns die Form von innen. So wie mir gegeben hat. Er gibt uns, verändert unsere Herzen. Er verändert unsere Herzen. So wie ihm es gefällt. Und wenn du es bereit bist, das eine andere Veränderung zu nehmen. Aber der Welt fragt nicht. Der Welt drückt dich einfach. Er drückt, sagt, du musst anpassen. Du musst, wenn die anderen machen das, musst du auch machen. Aber Gott sagt in Jesaja 48, 20, sagt in Zacharia 2, 7 und noch zwei, drei Mal in Bibel, wo sagt, raus von Babylon. Mein Volk muss es raus von Babylon. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du auswählst, nicht in den Formaten dieser Welt anzupassen. Wenn du siehst, dass der Ganze, die sagen, okay, ich lebe da ohne verheiratet, kein Problem, ich lebe doch mit einem Mann. Aber das ist weltlich. Das ist weltlich. Gott möchte, dass wir geheiratet werden. Gott möchte, dass ein Mann und eine Frau. Es gibt keine Perfekte, aber wir haben einen perfekten Gott. Und bevor wir die Veränderung bei der anderen suchen, versuchen wir uns zu verändern mit Gottes Liebe. Ihn zu lassen, uns zu verändern. Und Gott macht das in eine weiche Weise. Er hat eine andere Hand sozusagen. Und nicht wie die Welt. Nicht wie die Welt. Und so wie wir sind, wie lebendige Steine, wie er sagt, wir haben unsere Ecken. Jeder von uns hat ihre Ecken. Jeder von uns. Aber genau für unsere Ecken, er hat ein Loch, das wir genau anpassen in dieses Loch. Das wir genau anpassen in dem Körper Gottes. Du kannst nicht meinen Platz nehmen, so wie ich kann nicht deinen Platz nehmen. Und Gott sagt nicht, ich nehme jetzt ein Eisen und gebe ich dir die Form und schneide ich dir da und schneide ich dir da. Nein, er nimmt dich so, wie du bist. Aber der Welt, der Babylon, der ist hart. Der versucht dich immer, du musst diese Form haben, wie die Welt möchte. Und warum baut dann die Babel alle diese große Haus? Warum? Wann die wollten selbst Gott sein.
die wollten selbst Gott sein. Guck mal, wie die sagen, wir bauen wir eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Das bedeutet, immer mehr diese Welt versucht, Gott zu spielen, Gott zu machen. Die sagen immer, ich bin schlauer als Herr, als Gott. Ja, Gott ist irgendwo, aber er hat doch keine Lust mit uns zu bearbeiten. Wir nehmen die Sache in Hand und zeigen wir den Gott, wer richtig Gott hier ist. Er hat keine Macht in meinem Leben. Ich muss selber mein Leben kümmern. Ich muss für mich selbst kümmern. Ich muss jeden Morgen aufstehen und sagen, du bist schön. Du bist gut. Und ändert dir das? Nein. Ich habe einen Ohrenarzt und ich ging bei ihm und er guckt mich und ich weiß nicht, was jetzt ich hatte, aber sagt mir, ich irgendwie, sie haben die Frau Auer, sie haben eine Strahlen, was ich auf jeden Fall in einen Platz einladen möchte. Ich habe gesagt, gerne. Gerne, natürlich komme ich. Ich war bei Arzt. Ich muss doch nett sein. Komme ich wo? Und er sagt, wir haben eine Gruppe gegründet. Eine Om-Gruppe. Ich habe gesagt, wie bitte? Das habe ich noch nie gehört. Was ist diese Om? Der hat gesagt, ja, wir sammeln uns in Gruppen. Wir machen eine Runde. Und dann sitzen wir. Und dann machen wir Hum. Hum. Ich habe gesagt, und was macht das? Sagt, wie was das macht? Das macht Befreiung, dass du kommst in Nähe mit Licht und dann kommst du beruhigt. Ich habe gesagt, Herr sowieso, wie er heißt. Ich danke Ihnen tausendmal. Aber ich habe ein Licht, was mich durch in mir, in jede Zelle hat das Recht zum Leben. Und wie du siehst, hast du gemerkt, hast du mir gesagt, dass ich so eine Strahlen habe. Christus ist mein Strahlen. Und er sagt, ja, aber wir müssen der Universum Christus, ja, okay, okay, ich verstehe Christus, aber der Universum, wir müssen verstehen und für uns gewinnen. Ich habe gesagt, der Universum hat mich gewonnen. Ich kann nicht das Universum für mich gewinnen. Und sie können auch nicht das Universum für sich gewinnen. Wissen Sie warum? Nein, hat er gesagt. Weil ist das Universum, was uns gewinnt. Du als Mensch kannst du nicht tun. Können sie nicht. Aber sie kann versuchen. Sie kann weitermachen. Wenn sie müde sind, dann versuchen sie bei Jesus Christus zu gehen. Und haben dieses Licht, was ich habe. Diese glücklich, was ich habe. Ich habe auch schwierige Momente. Aber auch in diesen Momenten, ich weiß, alles ist vergänglich. Und mein Herr werde ihre Hand zu mir und mich rausholen. Das ist der Unterschied. Die Welt glaubt, dass der werden die Macht, der Universum, wie die sagen, ziehen zu sich und beherrschen. Aber für wir Christen, der Universum ist zu uns gekommen. Unser Gott ist erniedrigt und bei uns gekommen. Wir müssen nicht bei ihm kämpfen und in Himmel und beweisen, dass wir stark sind. Aber unser Gott ist gekommen für uns in diese Erde. Welcher Unterschied? Das ist ein großer Unterschied. Die müssen die Mühe geben, die müssen Schweiz geben und die müssen viele Theorie denken, wie die Universum manipulieren und für sich die Energie nehmen, wie die sagen. Durch positive Denken, durch, keine Ahnung, diese was die machen. Oder eine Bekannte von mir, vielleicht hört sie, aber trotzdem, ich sage nicht den Namen. Ich habe sie so nett und so lieb gehabt. Irgendwann hat sie entschieden, den Namen zu ändern. Und sagt mir, ich heiße nicht mehr so.
Und ich habe gesagt, wie? Und wie heißt du jetzt? Sagt, ich heiße jetzt Shamo, Chapu, Chapi, keine Ahnung wie. Und ich habe gesagt, was ist das überhaupt? Das ist eine Sache, ich bin höher in dem Selbstbewusst und ich kenne jetzt die Stufe des Lichtes mehr. Und ich habe jetzt einen Titel gekriegt. Ich habe gesagt, Gott, was ist los mit Sie? Was ist los mit dieser Welt? Ich habe gesagt, entschuldigen. Deine Mama war fast am Sterben. Ich habe gebetet, sie ist am Leben. Zweite Mal. Ich habe gebetet und nächsten Tag haben wir gelernt, du bist genau in dem Moment, wo ich für dich gebetet und geschrieben habe, dann bist du zu deiner Mutter gegangen. Und hast du sie gefunden, direkt fast am Sterben, Vergiftung ganz stark, hast du im Krankenhaus, die Ärzte haben gesagt, wenn du nicht halbe Stunde später gewesen wärst, dann war sie gestorben. Also, haben dich nicht gereicht, dass Jesus real ist und dass Jesus lebt? Aber sie sagt, ja, Jesus, natürlich, ich glaube an Jesus, natürlich. Aber wir müssen die Kraft Gottes in uns ziehen. Und wir müssen uns bemühen, das zu ziehen. Denkst du, ist das alles so? Und ich stehe um 3 Uhr morgens, steht sie um 3 Uhr morgens und macht Yoga, weil sie denkt, um 3 Uhr morgens ist diese bestimmte Kraft, dass nur in die 3 Uhr morgens angreifen kannst und für dich benutzen. Das bringt der Teufel die Menschen um. Das macht er und macht die Menschen kaputt. So, ich habe gesagt, ich hasse dich, Teufel, ich hasse dich. Ich habe sie weiter gesprochen, aber dann habe ich gesagt, Herr, ich segne sie, du musst es kümmern für sie. Aber, versteht ihr, es ist Babel, wir haben jeden Tag rundherum uns. Es ist jetzt, wo Herr ruft, es ist der Zeit gekommen, wo unser Herr ruft, kommt raus von Babel. Kommt heraus von Babylon. Es ist der Zeit gekommen, wo du entscheidest, ich mache nicht mit, was der Welt macht. Ich bin das Licht, wann Gott gesagt hat, du bist das Licht. Und darum, es reicht, dass ich als Licht lebe. Und wenn du als Licht lebst, Gott sagt, ich werde dich wie ein Stadt oben in Berge bringen. Dass jeder sieht dein Licht. Und die werden selbst kommen und sagen, ich möchte diesen Gott haben. Diesen Gott, was du hast, will ich haben. Das hat Gott mit meinem Leben gemacht. Liebe Geschwister, der ganze Dorf von 350 Häusern gehört jetzt Jesus Christus. Wir haben eine, mit unseren Spenden, wir haben da eine Kirche jetzt geöffnet. Ich schicke euch die Bilder nachher, dass ihr seht. Wir haben eine Gemeinde da gegründet. Wir haben einen Pastor. Jetzt schicken wir in dem Dörfer da, in alle Dörfer, wo die deutsche Volk damals war, wo diese deutschen Leute waren, wir jetzt hat Gott uns wieder in Hand gegeben. Jesus Christus ist der Herr geworden in jedem von diesen Dörfern. Ist Herr Jesus Christus geworden. Warum? Weil die Leute gesehen haben. Diese, was Jesus Christus glauben, plötzlich haben das Leben so gesegnet. Und Gott ist so treu. Jeder, wer Jesus Christus als Herr genommen hat, Gott hat gesegnet. Er hat mich so viel gesegnet. Er hat meine Geschwister, alle meine Geschwister sind Christin geworden, weil mein Leben anders geworden ist. Voll Segen und die sagten, ey, diesen Gott wollen wir auch haben. Und meine Mutter auch hat gesagt, wenn meine Kinder so glücklich sind alle, dann will ich auch Christin werden. Und letztes Jahr ist sie auch Christin geworden. Und ganze Dorf jetzt. Und was so schön zu sehen,
wie die in Reihe bleiben, in Gemeinde reinzukommen. Es ist so schön. Ich schicke mal auch ein Video, wo die singen. Und du guckst, diese Leute sind so arm und so einfach. Aber die lieben Gott. Kein Wort von unserem Gott geht umsonst. Keine. Und jeder Samen, wo er gepflanzt hat, er hat Plan, großer Baum zu werden. Ein Walnussbaum ist nur so klein, eine Nuss. Aber wenn sie wächst, wer hat die Krone von einem Walnussbaum? Und wie viele Früchte sie gibt? So macht Gott mit uns. Er nimmt uns wie eine Nuss, manchmal hartkopfig, manchmal voll mit Arroganz, manchmal voll mit Verletzungen, manchmal voll mit Stolz, manchmal mit alles. Aber genau von diesem hartnussigen Kopf, Herr, macht die größte Baum. Er will dich auch diesen Baum machen. Er will, dass deine Krone so schön wird, dass jeder kommt unter deinen Schatten und sagt, hier fühle ich mich gut. Das macht unser Herr. Er kann das. Und du wirst mit deinen Früchten noch viele, viele Menschen zu Jesus bringen. Mit das, was wir von unserem Mund und wie wir leben. Wenn wir gleich wie die Welt leben, dann können wir nicht die Welt überzeugen. Absolut nicht. Wisst ihr was? Im Anfang, immer noch, habe ich, mein Mann ist sehr impulsiv. Alles ist ein Kampf für ihn. Muss er gewinnen? Muss er die Erste? Er muss immer Recht haben. Immer Recht. Und im Anfang war mir so schwierig. So schwierig. Und habe ich angefangen zum Anklagen bei Gott. Habe ich gesagt, Herr, erstmal, du hast mich gelassen, bis ich 28 Jahre alt werde. Damals war viel 28, jetzt ist gar nicht. Zum Beten für einen Mann. Und dann hast du mir einen Mann gegeben, dass er ist ein Diktator. Ich kann gar nicht mit ihm was erklären. Er sagt immer, ich sage was, was ich fühle. Er sagt, aha, aha, aber macht immer, was er will. Habe ich gesagt, wo ist mein Platz? Was hast du mir gegeben? Und habe ich gesagt, du musst ihn ändern. Oh Gott, bitte änderst du ihn. Bitte, Herr, ich kann nicht mehr. Ich schaffe nicht mehr. Änderst ihn. Und bis ein Tag fühlte ich in meinem Herzen, es ist die Zeit gekommen, dass du änderst dich. Ich habe gesagt, ich ändere? Ich bin doch perfekt. Ich mache doch alles gut. Ich arbeite den ganzen Tag. Ich bringe die Geld zu Hause. Ich kümmere für die Kinder. Ich koche. Alles mache ich. Und was warte ich? Nur ein nettes Wort. Er gibt mir nichts, aber immer findet immer eine Ecke zum Sagen, hier ist nicht gut. Hier ist nicht gut gemacht. Pop, 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 pop. Ungerecht. Habe ich gesagt, der Teufel hat immer die Frauen gehasst. Immer. Und wisst ihr warum? Weil Gott gesagt hat, von unserem Samen werde in den Kopf zertreten. Und dann wusste er, woher kommt Jesus? Er kommt von einer Frau. Dann, er hat alles Hass von dieser Welt gegen die Frauen eingerichtet. Ja? Frauen hatten nie recht, wisst ihr was? Dass wir leben jetzt in den letzten Zeiten. Endlich hat die Welt verstanden, dass die Frauen haben genau die gleichen Rechte wie die Männer. Gott hat uns nicht geteilt, liebe Geschwister. Er hat nicht gesagt, dass wir, wenn wir sehen, die Evangelium, Gott hat die gleichen Rechte gegeben. Und Gott, wann hat geschaffen, Mann und Frau, hat gesehen und hat gesagt, die sind gut. Er hat nicht gesagt, der Mann ist gut, der Frau ist gut. Nein, es sind gut. Und viele sagen, Eva hat das Schuld gehabt, dass sie hat der Adam zum gebracht, dass er die Apfel isst. Entschuldigen, liebe Männer, hat der Adam nicht ihre eigene Selbstbewusst gehabt? Hat er nicht zum Sagen, nein, Eva, nein, Eva, Gott hat uns gesagt, nicht diese Frucht essen. Und ich esse nicht.
Wann du Lust zum Essen hast, mach bitte schon. Aber ich mach nicht. Ist der Mann? Ist dann gesagt, dass man, der Mann hat das Recht. Dann könnte er entscheiden. Aber er hat entschieden, selber mit ihrem Selbstbewusst das zu essen. Dann ist nicht Eva schuld, aber sind die beide schuld. Weil die haben in Kooperation gesündigt. Und das hat der Teufel benutzt, nicht Gott. Gott hat immer die Frauen geliebt. Wir sehen, er hat Deborah, er hat Esther, er hat nie, wisst ihr was, waren sogar zwei Mädchen, dass die ihre Brüder hatten, keine Brüder, und die sind bei Moses gegangen und haben gesagt, guck mal, wir haben keinen Bruder, haben wir das Recht, die Land zu haben? Und Gott hat gesagt, natürlich, hat Moses gesagt, ihr werdet das haben. Gott ist immer in unserer Seite, weil Gott hat nicht Männer liebt und Frauen nicht. Gott liebt ihre Kinder gleich. Aber der Teufel hat die Menschen überzeugt, die Frauen haben keinen Wert. Die Frauen sind eine Sünde. Die Frauen sind die Schlimme, was es gibt. Und so die ganze Zeit sind die Frauen immer unterdrückt, immer nur benutzt und nie Wert gegeben. Und liebe Geschwister, wir leben jetzt in gesegneten Zeiten. Es gibt so eine große Möglichkeit, dankbar zu sein. Wisst ihr, nicht lange her haben die Frauen zum Wählen. Wir dürfen wählen. Das war nicht so. Nicht mal in Schweiz, nicht mal 50 Jahre früher. Die dürften gar nicht in Deutschland, in Amerika. Wisst ihr, dass in Amerika nicht mal so lange her eine Gruppe von Frauen haben entschieden, reicht uns das alles? Wir sind gleich. Wir haben das Recht zum Wählen. Und Gott sei Dank, diese mutigen Frauen haben eine Revolution gebracht. Weil Gott hat die unterstützt. Früher haben die Frauen nicht in diese Weisheit gekommen, dass wir gleich sind. Die haben einfach gelassen, so zu gehen. Und die Frau hatte kein Recht mal etwas, weil man etwas gekauft ist oder so. Und mit ihrem Mann, sie hatte, Mann stirbt, die hatte keine Rechte mehr über ihr Haus. Und wenn die Kinder groß waren, klein waren, dann auch die Kinder durften dieses Haus nicht halten. So schlimm hat der Teufel die Frauen immer angegriffen. Und heute immer noch, es gibt viele Männer, die sagen, die Frauen dürfen nicht die Worte von Jesus Christus teilen. Die dürfen nicht. Ob wir sehen, dass in der Apostelgeschichte, es ist geschrieben, wann der Heilige Geist gekommen ist, es ist gleich gekommen. Über Männer und über Frauen. Lies bitte die Apostelgeschichte 2 und dann werdest du lesen, wie der Heilige Geist ist die gleiche Geist bei Männer und Frau gegossen. Gott hat nicht geteilt, Frau gebe ich die Heilige, nicht der Heilige Geist und die Männer gebe ich. Gott liebt uns gleich. Und er will, dass du auch gleich das abgibst. Wann du in deinem Herzen fühlst, zum Geben, du hast zum Geben, du sagst, ich bin voll mit ihrer Liebe, ich will einfach die Leute überzeugen für Jesus. Hör Gott und nicht die Welt. Nicht die Welt. Jeder, was ist der Welt wie Babel, die werden sagen, dich zum Beherrschen. Wann die wollen immer, dass du in diese Quadratisch passt, was die gemacht haben. Und sie sagen immer, du musst in dieses Quadrat passen. Und wenn du nicht passt, dann schneide ich dich und drücke ich dich und unterdrücke ich dich. Ich mache dich so viel psychischer Druck, dass du aufgibst und du passt in dieses Quadrat, was ich für dich gemacht habe. Das macht die Welt. Aber lass nicht zu. Komm raus von Babel. Komm raus von Babylon. Und sag, ich bin Einzelgänger. Ich gehe nicht mit der Masse.
ich folge Christus. Und weißt du was? Viele von uns denken, dass wir Einzelgänger sind in dem Körper Christi. Aber das ist nicht wahr. Paulus hat gedacht, dass er auch Einzelgänger ist. Er hat getroffen Jesus und dann sagt er, Herr, was kann ich tun? Er hat gedacht, jetzt bin ich gerettet, ich kann jetzt alles Welt retten. Jetzt hat sie bis Jesus begegnet, gibt bestimmt niemand anderes, ich bin. Aber was hat Gott gesagt? Geh in den Staat. Und da werde, wie heißt diese, das über die, mit die, Paulus mit dem Händen betet. Dann hat gezeigt der Paulus, gibt noch viele andere. Was sagen, ich will nicht mit der Masse laufen. Elia hat gedacht, dass er ist die Einzige. Er hat gedacht, dass er, es ist niemand da. Aber wir haben gesehen, dass Gott hat gesagt, nein Elia, es ist nicht so, bist du nicht alleine. Es gibt noch viele andere. Es gibt viele andere, das sagen, ich will nicht wie Babylon leben. Ich will jetzt raus. Und Gott ändert uns. Und so war das mit meinem Mann damals. Und Gott hat mir gesagt, es ist der Zeit gekommen, du sollst es geändert sein. Und nicht dein Mann. Ey, das fand ich so ungerecht. So ungerecht. Ich habe gesagt, wie kannst du Gott so ungerecht sein? Du siehst, wer schreit hier? Wer schreit? Wir sind 22 Jahre verheiratet. 20 Jahre verheiratet, 22 hier. Ich habe bis jetzt noch nie einmal geschrien. Warum, sagst du, schreit er? Dann waren wir beide, dann was machen wir hier? Und du, so habe ich angefangen, einfach ihn zum Lieben. Habe ich angefangen, einfach Komplimente zu machen, dass ich ihn liebe. Und in Anfang, mein Mann guckte mich so komisch und sagt, hast du was betrunken oder was? Was ist jetzt plötzlich, ich liebe dich, hallo mein Schatz, was ist das denn? Er war für ihn komisch, so dass nach 5 Jahren verheiratet und immer dieser Streit und Kampf und dann plötzlich hörst du von deiner Frau, mein Schatz. Aber das war eine große Überwindung für mich. Ich habe gesagt, mein Schatz, und dann habe ich mit mir gerannt in ein anderes Zimmer und gelacht, habe ich gesagt, wow, habe ich das geschafft? Habe ich das gesagt? Versteht ihr, wenn wir nicht lernen, von Anfang an die Leute mit Liebe zu begegnen. Ich bin geändert. Ich nehme die Sache nicht mehr ernst. Ich lasse die Sache nicht mehr in meinem Herzen. Wenn er schreit, sage ich, okay Gott, segnest du ihn? Bitte. Ich denke in meinem Kopf, er sagt, wie kannst du so ruhig bleiben? Aber ich bleibe so ruhig, weil er kennt nicht meinen Gedanken. Er kennt nicht meinen Gedanken. Immer wenn ich sehe, dass er Nerven hat, ich fange an zu sagen, ich habe ihn vergeben. Ich liebe ihn. Ich überlege nur diese Sachen. Und dafür, ich habe so eine Ruhe. Meine Ohren sind komplett zu. Ich höre, weil manchmal fragt er mir, was habe ich gesagt? Ich höre, weil muss ich manchmal beantworten, weil er prüft mich, ob ich höre. Aber in meinen Gedanken, ich sage nur, ich liebe ihn. Oh Gott, er ist so schön, er ist so gut. Auch wenn er schreit, er ist so gut. Herr, ich danke dir, ich segne ihn. Danke, Herr, dass ich ganzes mein Leben mit ihm sein werde. Danke, Herr. Und dann, er sagt, was er will. Was er, weil, egal, er hat ein paar Tage, kannst du machen, was du willst. Was du willst. Kannst du ganze Welt in so mit Gold machen? Er hat immer diese Tage, wo gibt keine Beruhigungsmittel. Ich sage manchmal, warum? Weil Gott möchte, dass wir geändert werden. Wenn du siehst dein Leben und sagst, warum? Warum sieht es so aus? Versuch, dein Leben zu ändern. Versuch, Herr in dein Herz zu lassen, weil sonst, wisst ihr was? Gott hat gesagt, nicht die Eisen zusammen mit dem Stein. Wann ist gebaut ihr Altar? Was bedeutet?
wenn wir nicht den Herr lassen, uns zum Verändern, weil er dich gerufen hat, er hat eine Mission für dich. Er will dich in ihr Ziel bringen. Und wenn du nicht Gott lässt, dann werden die Menschen diese Eisen nehmen und dich die Formen geben, so wie die wollen, mit viel Schmerzen. Eine muss ja die Veränderung machen in dir. Eine muss ja. Es lohnt sich, Gott zu lassen. Er hat eine weise und weiche Stil, das zu machen. Er kann uns wirklich ändern. Ich kann es sagen. Ich weiß, wie viele Nächte ohne Schlaf ich habe gemacht. Entschuldigung, nicht 5 Jahre, 7 Jahre. Nach 7 Jahren hat mir endlich habe ich die Knie und habe ich gesagt, Herr, ich gebe auf. Es ist zu viel für mich, zu viele Emotionen, zu viel alles. Und dann Gott hat mir gesagt, endlich bist du in diesen Punkt gekommen. Änder deine Verhalten. Änder deine Herzen. So wie du Liebe wartest, dann gibst du eben. Gibst du Liebe. Wenn du wartest Liebe, dann gib einfach. Und dann werdest du kriegen. Aber erstmal musst du geben. Und ich habe langsam gelernt, wie man Liebe gibt. Und jetzt kriege ich mehr Liebe als Schrei. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber wirklich, es gibt nichts, was meine Ruhe bewegt. Manchmal, hör mal, jetzt hat angefangen auch mein Mann, wir haben, Leute, wir fasten ja jeden Sonntag. Sonntag um 16 Uhr bis Montag um 16 Uhr, wir fasten 24 Stunden. Jeden Sonntag, wenn ihr möchtet, macht ihr mit. Es ist wirklich ein großer Segen, das mitzumachen. Und wir fasten nur mit Wasser. Wir trinken nur Wasser und 24 Stunden nicht. Viele entscheiden auch für einen Kaffee morgen, das darfst du selbst entscheiden. Darfst du einen Kaffee morgen oder nicht, aber wir fasten normalerweise nur mit Wasser. 24 Stunden. Und so zum ersten Mal, mein Mann letzten Sonntag hat mit mir gefastet. Und ich stehe morgen, weil ich habe meinen Mann ja ein bisschen anders gelernt. Jedes Morgen, ich mache in die Frühstück, ich mache in die Kaffee, beide wir arbeiten, ja? Aber ich möchte, dass er fühlt, ich fühle mich gut nach Hause sozusagen. Ich gebe ihm ein bisschen Respekt. Gleich zu sein mit dem Mann bedeutet nicht, dass ich ihren Platz nehme. Ich weiß, wie viele von uns, weil wir Frauen sind immer unterdrückt. Und jetzt versuchen wir überall ein bisschen mehr Platz zu nehmen, ein bisschen mehr Platz. Aber, liebe Geschwister, lass die Männer Männer sein. Lass die Männer, Gott sagt auch, wir sind wertvoll für ihn, wir sind gleich für ihn, aber Herr sagt, dass man unterordnet eure Männer. Wenn wir ein Fahrrad haben, wir können nicht zusammenfahren. Einer muss fahren, der andere sitzt hinten oder kommt getragen. Oder fährst du oder fährt der Mann. Aber sicherer ist, dass der Mann fährt und wir sitzen. Nicht in diese, dass die uns unterdrücken. Nein, nicht in das. Aber wenn wir ein bisschen mehr Respekt geben, dann beschützen wir unsere Familie, beschützen wir unsere Kinder und beschützen wir sozusagen alles, weil Gott hat das untergeordnet. Und darum, ich mache das immer, nicht immer, seit 7 Jahren, die ersten 7 Jahre, nein. Ne? Nur weil mein Gott mir in meine Herzen gesprochen hat, dann habe ich entschieden, ich brauche meinen Stolz nicht, ich brauche gar nicht, ich brauche meinen Mann und meine Familie. Und dann habe ich mich die Sachen geändert. Und jeden Morgen, ich mache ihr Frühstück und dann Sonntag sagt er mir, Montag früh, dann sagt er mir, hast du nicht gemerkt? Ich habe gesagt, nein, ich will mit dir fasten. Warum fastet er mit mir? Weil er sieht mein verändertes Leben.
Ich sehe, ich muss gar nicht. Früher habe ich diese ersten 7 Jahre, ich habe so viel gekämpft, dass er glaubt das, was ich glaube. Und warum er, dieser Gott, dieser Mann, er glaubt nicht. Er lässt mich nicht das zu meinen Gebeten zu machen. Und ich habe so viel Verurteilung gehabt. Aber ich kann jetzt mit meinem ganzen Herzen sagen, mein Mann ist die beste Sache, was mir Gott gegeben hat. Er war immer das Beste. Aber ich könnte das nicht sehen. Ich könnte das nicht sehen. Ich wollte ja so wie die Babel immer selbst die Sachen in Hand nehmen. Und diese zu machen in ein Paket, so wie mir passte. Und Gott sagt, nein. Ich habe dich nicht in einen Karton gesteckt. Ich habe dich nicht eine Form gegeben mit Kraft. Nein. Ich habe dich durch Wasser die Form gegeben. Wenn man einen Ziegel in Wasser macht, wir wissen ja, erste Sache, dass du einem Mensch so komplett die Form gibst, wie ein Ziegel, musst du tot machen. Und wisst ihr was? Ein Ziegel, du nimmst die Erde hat immer noch was lebendig, denke ich. Aber die Ziegel stabil zu machen, du musst im Feuer verbrennen. Tot machen, komplett, dass die keine Gefühle mehr hat. Und so macht das Welt. Wenn du mach dich komplett durch Depressionen, Panikattacken, immer Druck, Angst von das, und dann bist du gezwungen, in diese Form zu passen. Und nach diesem Tod, nach dieser Verbrennung, du hast keine Hoffnung mehr. Wenn dir im Wasser, wenn diese Ziegel im Wasser du machst, die zermatschen sich. Aber was macht ein Stein im Wasser? Die wird nur schöner. Nur schöner, die wird rund, die Wasser bearbeitet das so gut, aber mit weicher Hand. Mit ganz weicher Hand. Und Gott sagt, ich bin die lebendige Wasser. Wenn wir in, dass wir Stein sind, das wissen wir ja. Gott sagt, ihr seid lebendige Stein. Und wir haben den Heiligen Geist, diese lebendige Wasser. Und wenn wir ihn lassen, er gibt uns diese Form, das schmerzt nicht. Wir werden nur jeden Tag schöner. Schöner in unsere Herzen, schöner in unsere Gedanken und das strahlen wir auch. Das strahlen wir auch. So arbeitet Gott. Und in Jesus Namen, ich bete jetzt, Herr, für jede von uns. Herr, du hast ein weicheres Herz, Herr. Und du hast, Herr, ein gutes Herz. Und du liebst uns. Du hast jede von uns auserwählt. Und Herr, wir wollen ja zu dir kommen und sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Mit allen meinen Ecken. Mit allen meinen Problemen. Mit allen meinen Krankheiten. Mit allem, was ich habe. Ein komplett Paket. Komme ich und sagen wir, Herr, gib uns Form. Gib uns diese Form, das dir gefällt. Wir wollen nicht in diese Kisten sein. Wir wollen keine Ziegel sein, Herr. Wir wollen nicht gestorben sein für die Welt, Herr. Wir wollen nicht, dass die Welt uns tötet. Nein, Herr. Wir leben in dir. Wir sind gestorben nur für die Sünde, Herr. Für die Sünde sind wir gestorben. Wir ziehen raus von der Welt und sagen, Herr, gib uns deine Form, so wie dir gefällt. Durch deine Hand, Herr. Lass deinen Heiligen Geist in uns fließen, Herr. Und öffne in uns diese Tür, die wir bis jetzt zu hatten. Herr, weiche unsere Herzen. Du lebst ja in uns. Wir geben heute dir alle Rechte, dass du uns unser Leben
veränderst. Dass du uns als deine, dass wir dein Haus sind. Wir haben dich wirklich, geben wir die komplette Rechte zum Wohnen in deine Freiheit, Herr, in uns. Befreie unseren Körper von alles, was nicht von dir ist. Befreie alles, was dir nicht gefällt, Herr. Wenn dir nicht gefällt, wie wir bis jetzt benommen haben, wenn wir irgendwas versteckt haben in unsere Herzen, Herr, Herr, wir geben jetzt dir alles. Putz dein Tempel, Herr, verputz dein Tempel, Herr, und erfülle voll mit dir. Wir möchten, Herr, verändert werden. Wir danken dir, Herr, alle Frauen, dass wir, ich danke im Besonderes für die Frauen, Herr, für die Freiheit und für die Zeiten, dass wir leben, Herr. Wir danken dir, Herr. Und wir danken, Herr, für die Männer, Herr, dass du in diese Zeiten, die Herzen geöffnet hast, zum Verstehen, dass wir sind eine gute Helfer für denen. Herr, du hast gesagt, Mann und Frau sind gut. Und danke, Herr, dass in dieser Generation jetzt viele Männer, dein Kinder, Herr, dass dich gehören, haben verstanden, dass wir sind gut. Wir sind gleich, Herr. Gleich hast du uns geschaffen und gleich hast du uns gesagt, seid gut. Halleluja, wir danken dir, Herr. Und Herr, ich bete, Herr, jede von uns für dein Reich zu benutzen, Herr. Herr, lass uns viele Früchte zu dir bringen. Wir können nichts von dieser Welt mitbringen, als die Seelen, die wir gerettet haben. Jede von uns, Herr, hast du dafür berufen. Und ich bete, Herr, in Jesus Namen, dass der Himmel öffnet sich. Und die Straßen öffnet sich. Und wir in diese Welt, Herr, ohne Angst, Herr, laufen, aber mit deiner Weisheit und mit deiner Kraft. Und so wie die Jesuel, du gesagt hast, geh hinein, hab keine Angst. Begleite uns und gib uns Kraft, Weisheit, Herr. Und Herr, wir brauchen deinen Heiligen Geist stark. Da, wo wir beten, Herr, wir bauen, Herr, bauen mit dir, beten, Herr, dass wir jemand, was krank ist, geheilt zu werden, Herr. Die Menschen, was brauchen, Herr, die kriegen. Was du hast gesagt, Herr, alles, was wir wollen in deinem Namen, du werdest uns geben. Und dafür, Herr, wir beten heute für jede von uns in Jesus' Namen, für jede, wer hört heute live, in Jesus' Namen. Erstmal bete ich, dass dieses Video, egal wo die geht, egal wo die verteilt kommt, in Jesus' Namen, ich mache weg den Zeit, der Limitzeit, und dafür lasse ich dieses Video, dass die, egal auch wann man nächstes Jahr gehört kommt, die hat dieser Effekt sozusagen, die Herzen zum Verändern. Und heute bete ich in Jesus' Namen über jede, wer hört, getauft zu werden mit dem Heiligen Geist und alle Gaben des Geistes mit sich zu haben. Gaben der Heilung, der Sprache, der Übersetzung und alles an der Befreiung und alles andere, was mit dir kommt, Jesus. Ich bete heute, dass jeder von uns den Himmel offen hat und der Heilige Geist von jedem von uns fließt und bringt die Sachen, die nicht bis jetzt sind, wie die wahr werden. Die Leute, was krank sind, werden geheilt durch dein Gebet, durch unser Gebet. Die Leute, was besessen sind, werden befreit. Die Leute, was in Panikattacken sind, kommen befreit. Alles, was wir beten, in Jesus' Namen, wir sagen Amen. Amen. Herr, wir danken dir. Danke, dass du uns hörst. Danke, dass du uns liebst. Danke für diesen Abend, Herr. Und danke für das Wort.
in Jesus' Namen. Herr, ich bete auch für die Schützer. Herr, schütze, beschütze uns. Jede von uns, Herr. Egal in dieser Welt, Herr, Bakterien, Viren, Herr. Aber wir haben das Blut Jesus. Gieß das Blut Jesus. Ich gieße jetzt in Jesus' Namen das Blut Jesus über jede Einzel von euch. Über unsere Häuser, über unsere Arbeit, über unsere Wege, im Bus und Bahn, egal wo wir sind, Herr. Die Viren sollen es verbrennen im Blut Jesus. Und keine von denen darf rein in uns gehen. In Jesus' Namen. Wir sagen Amen. Wir sind die Territorium Gottes. Es ist in uns geschrieben, wir gehören Jesus Christus. Darum hat keine andere Mächte in unser Leben zu tun. Wir sind non grata, wir sind verboten für euch. Wir sind verboten. Für alles, was teuflische Sachen kommen, sind verboten. Und wir sind offen und gesegnet mit dem Heiligen Geist. Wir gehören Jesus Christus. Unsere Familie gehören Jesus Christus. Unsere Kinder gehören unsere Jesus Christus. Unsere Ehren gehören Jesus Christus. Und wir sind beschützt. Und wo wir sind, Herr, alles andere sollen beschützt sein. In Jesus' Namen. Wir sagen Amen. 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 Halleluja. Ich weiß nicht, ob jemand von euch ein Gebet hat. Bekime mir Bloma. Guten Abend. Shona, guten Abend. Anna, guten Abend. Lana, guten Abend. Amen, Amen. Erleuchte Ewigkeit. Amen. Erleuchte Ewigkeit. Juhu! Amen. So ist. Wir leuchten für Ewigkeiten. Amen. Freddy, guten Abend. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch Gebet anlegen hat. Okay, Manuel, ich fühle so, dass wir noch für unsere Finanzen beten. Okay? Extra so für unsere Finanzen. Oh Herr, ich danke dir. Danke für unsere Finanzen, Herr. Herr, egal wie der Mensch, die Welt aussieht, vielleicht es ist wie die Sahara, wo da nur der Sand und kein Wasser gibt. Aber Herr, wir sind dein Kinder. Mach, dass dein Kinder nie was fehlt, Herr. Herr, mach, dass wir in Überfluss haben, Herr. Nicht nur ein bisschen, aber in Überfluss haben, Herr. Dass wir ausschenken, Herr, viel. In deinem mächtigen Namen, Jesus, wir beten. Lass der Psalm 144 so, Gott, ich sage für jeden von euch, Psalm 144, die letzte 13 bis 16, glaube ich, ist, lies bitte und nimm das als Segen für dein Leben. Nimm das und proklamier das für deine Finanzen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Herr. Und wir glauben dazu, Herr, dass der Himmel ist deins und in Erde wir sind deins. Und darum, du werdest den Himmel immer für uns öffnen und eine große Portion von alles dein Reich geben. Wir beten, Herr, dass unsere Finanzen nie ändern, aber immer mehr werden. Und in dieser Situation, Herr, wo alle Angst und Panik haben und wie gehen die Finanzen, Herr, uns werden nie fehlen. Aber mehr als alles haben, sogar mehr als in besten Zeiten. Herr, egal wie die Tal aussieht, egal wie dunkel es aussieht, du bist mit uns. Wir haben keine Angst und wir lassen der Angst nicht ein bisschen Platz in uns haben, Herr. Du bist mit uns. Wir machen unsere Hände immer hoch, Herr. Wir machen nicht die Hände so, wer hilft mich, wer mir hilft mich. Nein, Herr, wir sind frei von der Welt, wir sind fertig mit der Welt. Wir wollen gar nicht mehr dazu Hilfe suchen. Wir haben einen Gott, wir haben einen Vater. Unsere Hände sind so, Herr. Wir haben unsere Hände in deinem Thron erhebt, Herr. Erfülle uns. Erfülle uns, Herr. In alles Gute, was von dir kommt. Erfülle unser Konto, erfülle unsere Finanzen, erfülle, Herr, und beschütze uns. In deinem mächtigen Namen, Jesus.
Wir suchen unsere neue Projekte für unser Leben, Herr. Wir suchen neue Ziele, Herr. Du hast noch mehr für uns. Wir suchen nicht die Ziele, was der Welt gibt, Herr. Wir haben die Welt schön divorziert. Wir haben Divorz gemacht mit der Welt, Herr. Und einmal für immer. Wir haben Jesus als Anwalt genommen und wir haben von der Welt getrennt. Mit Gesetz getrennt in Jesus' Namen. Und Herr, wir leben jetzt. Wir sind geheiratet mit dir. Und wir erwarten alles von dir. In dein mächtigen Namen, Jesus. In dein mächtigen Namen, Jesus. Wir beten, dass du uns die Projekte von unserem Leben gibst. Noah, es war kein Architekt. Kein Ingenieur, kein Bauingenieur, Herr. Er war nicht. Aber du hast dein Projekt ihm anvertraut, weil du die Herzen von Noah gesehen hast. Und wir brauchen diese Projekte, Herr. Unsere Leben zum Anstalten. Unsere Mitmenschen rein in unser Boot zu nehmen, Herr. Rein in unser Boot, Herr. Du hast für jede von uns ein Boot. Und du hast von jeder von uns einen Plan. Und du hast für jede von uns, die, was du rein in das Boot machst. Wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen dich untergeordnet, Herr. Wir unterordnen dich, Jesus. Und wir sagen, hier, unsere Hände sind leer. Unsere Hände sind leer von dieser Welt. Wir wollen, erfülle uns. Gib uns deine Pläne. Himmlische Pläne für unser Leben. Und dann wir wissen und wissen, das ist unser Ziel. Wir brauchen neue Ziele, Herr. Neue Wege und neue Kraft. Wir beten dazu. Und wir danken dir, weil du uns geben werdest. In Jesus Namen beten wir für alles. In Jesus mächtigen Namen. Und wir sagen Amen, Amen, Amen. Halleluja. Ich grüße euch alle. Ich weiß nicht, wie viel Uhr ist. Keine Ahnung, aber egal. Gott wollte so, wir haben so gemacht. Ich grüße euch alle, ich umarme euch. Ich liebe euch mit Jesus Liebe. Und seid gesegnet. Ne, 144, ja genau, 144, 13 bis 16, sagt Shona, genau das ist. Nimm das als Segen für dein Leben, für deine Finanzen, proklamier das. Das war für mich ein großer Segen, wenn ich das entdeckt habe. Und das hat wirklich Gott wirklich so gemacht, wie da geschrieben ist. Ich preise dem Herrn, ich preise dem Herrn auch jetzt in diesen Zeiten, wo alle verklagen sich, Finanzen sind nicht gut und bla und bla. Gott segnet mich. Und ich glaube, Gott segnet auch dich. Wirklich, es läuft besser als die, wann andere Zeit, weil nicht Corona war. Ich bin so glücklich und dankbar. Gott hat immer für uns. Sag nicht von deinem Mund, ich weiß nicht, welche Zeiten kommen. Ah, wir leben in schrecklichen Zeiten, ich weiß es nicht. Nein, wir dürfen nicht so Sachen proklamieren. Wir sind Kinder Gottes und alles, was Gott hat, ist unsere. Alles, was Gott hat, ist unsere. Halleluja. Und der Friede Gottes, das höher ist als alle Vernunft, erfüllt jetzt dein Gedanken, erfüllt jetzt dein Herzen, erfüllt jetzt dein Körper. Und du schläfst wie ein Baby in dem Arm ihrer Mutter. Bis morgen früh. Ich bete jetzt für deinen Schlaf. In Jesus Namen, ich bete, Herr, für den Schlaf jetzt, dass jeder von uns einen guten Schlaf in deine Hände kriegt, Herr. Das Beruhigen. In Jesus Namen, ich bete. Jeder Gedanke, das aufsteht und will dir Schlaf rauben, wir befehlen raus. Und wir beten jetzt, dass der Friede Gottes erfüllt uns. Und beruhigt eure Herzen, eure Gedanken und ein guter, erholter Schlaf bis morgen früh. Und schläft in Ruhe. Wisst ihr warum? Weil dein Gott schläft nicht. Er schläft auch nicht ein bisschen so,
Nein, der Gott schläft nicht. Er bewahrt dich. Vertraue einfach, dass er hat für jede deine Probleme eine Lösung. Und er werde das geben. Er werde diese Lösung dich geben. Dann gute Nacht. Bis nächstes Mal. Ich hoffe dann, ich weiß nicht jetzt nächstes Mal wann ist, aber Gott weiß. Und vielleicht ich werde jeden Montag jetzt live sein, aber wie Gott es will. Und nicht noch das, ich sage euch nur noch was, dass wir suchen Geschwister, dass man mitmachen in dem Live-Predigt, in dem wir wollen jetzt, wir haben ja eine albanische Seite und wir haben morgen früh um 7 Uhr live bis 8 Uhr und langsam wir gehen die ganze Zeit live mit Gebet und mit Singen und mit alles und ich sehe, wie der Geist Gottes die Herzen von den Menschen geändert hat. Und dafür, ich bete euch auch in der deutschen Seite, wenn du fühlst, dass du sagst, ich habe so viel zu geben. Folge uns in der Facebook-Seite, die Bibel und wir, und ihr werdet sehen, wie viele Pastoren da live predigen. Und wir suchen dich. Wenn du fühlst, dass du hast was zu geben und sagst, ich kann live predigen, ich kann die Leute ermutigen, dann bitte schreib in Instagram oder Facebook in Inbox und dann ich werde dich kontaktieren und mitnehmen. Wir brauchen eine die andere. Zusammen können wir viel bringen. Ich brauche dich, der Welt braucht dich und Jesus braucht dich. Er hat viel an deine Herzen gelegt und es ist der Zeit jetzt, dass du geben kannst. Mach mit und ermutige es uns. Wenn du sagst, ich bin eine Frühaufsteher, ich kann die Menschen in morgen ermutigen, dann nimm die Zeit in morgen, 7 bis 8 Uhr. Wir wollen jetzt in Facebook-Seite die Bibel und wir eine Morgens-Ermutigung machen. Es ist so wie ein Radio sozusagen. Wir haben das geschafft in albanischer Seite und wir haben jetzt so viele Folger, dass ich gar nicht mehr die Nummer weiß, aber Gott weiß. Gott weiß, so viele veränderte Leben und so viele gesegnete Menschen und ich denke, in Deutsch schaffen wir auch. Nicht wir, absolut, nicht die Babel, aber Gott durch uns schafft. Wenn du sagst, ich bin der, oder sagst du, nee, ich bin ein Nachtkind, ich kann zum Beispiel machen live von 10 bis 1 Uhr morgen in der Seite, bist du auch. Bitte komm. Dein Herr, in der Facebook-Seite, wir haben 6.500 bis jetzt, was uns folgen, aber wir sind sicher, dass man werde noch viel, viel mehr, wenn du auch mitmachst. Seid gesegnet. Gute Nacht. Bis nächstes Mal.